Sicherheit im Wohnmobil. Heute das Thema Alarmanlage. Wie funktioniert meine Alarmanlage? Welche benutze ich? Wie war der Einbau? Und wie sicher ist sie wirklich? Wenn euch das interessiert, dann schaut euch einfach dieses Video an. Scheiße! Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute, da habe ich, glaube ich, ein sehr sicherheitsrelevantes und ganz, ganz wichtiges Thema für euch aufbereitet. Ich habe so viele Fragen zu meiner Alarmanlage bekommen, obwohl es schon so viele Videos dazu gibt. Ich habe selber auch schon auf Messen mal von T-Tronic Videos gemacht und es kamen so viele Fragen im Nachhinein immer noch zu mir, dass ich mir gedacht habe, ich mache mal eine Umfrage, ob ich das Thema nochmal wirklich im Detail interessieren würde. Naja, und was soll ich sagen, das Feedback, das war wirklich eindeutig. Ihr habt gesagt, ja, ihr wollt mehr Details haben und ihr wollt auch ein bisschen von meinen Erfahrungen zehren, die ich jetzt in diesen 3 Jahren gemacht habe mit der T-Tronic. Und das mache ich natürlich sehr gerne. Jetzt sagen aber auch manche, und das habt ihr auch unter die Kommentare geschrieben, das fand ich auch sehr, sehr gut, Alarmanlage, super Thema, aber nur dann, wenn es nicht die marktüblichen wie Mannesmann und T-Tronic sind. Und das führt mich auch zu diesem Punkt, warum ich hier diese Zeitschrift in der Hand habe. Viele fragen mich, ob ich als YouTuber Zeitschriften lese und wie ihr seht, ich abonniere ganz, ganz viel. Also ich habe noch viel mehr abonniert. Eigentlich alles, was deutschsprachig ist, habe ich abonniert, weil ich da einfach wahnsinnig interessiert bin und weil es halt einfach mein Hobby ist. Und da ist eine Zeitschrift ganz interessant. Das ist die Reisemobil International vom April 2020. Und hier ist ein ausführlicher Test zu dem Thema Alarmanlagen beschrieben. Und den fand ich sehr, sehr interessant, weil ich meine, er ist relativ objektiv. Und er gibt auch nochmal viele Einblicke in Dinge, die man vielleicht so gar nicht beachtet, wenn man an das Thema Alarmanlage denkt. Also diesen Artikel kann ich euch sehr ins Herzen legen. Den kann man sich auch online runterladen oder muss da was zahlen. Das weiß ich nicht ganz genau. Ich verlinke euch das mal und dann müsst ihr gucken. Aber da muss ich sagen, das fand ich schon mal interessant. Und auch hier, um jetzt wieder aufs Thema zurückzukommen, sieht man, es gibt nicht viel. Beziehungsweise ist es vielleicht falsch formuliert. Es gibt schon einige Alarmanlagen. Aber am Ende kristallisiert sich eigentlich heraus, dass es, wenn du wirklich Sicherheit im Wohnmobil haben möchtest, wenn du das Ganze modular haben möchtest, wenn du das Ganze, naja, ich sag mal wirklich ganz provokant, sinnvoll für dein Wohnmobil betreiben möchtest, dieses Sicherheitskonzept, dann gibt es am Ende einfach nur ganz, ganz extrem wenige Alarmanlagesysteme, die wirklich dieses hohe Level erfüllen, wo ich sage, wenn ich schon Geld in eine Alarmanlage investiere, dann möchte ich das auch in eine Alarmanlage investieren, die am Ende auch was bringt oder zumindest so viel wie möglich bringt. Denn eins auch vorweg, die absolute hundertprozentige Sicherheit, die wirst du nie bekommen. Und die Alarmanlage ist auch nur ein Aspekt unter ganz vielen im Sicherheitsaspekt oder Sicherheitskonzept beim Wohnmobil. Aber wie ich meine, ein sehr, sehr wichtiger. Und wie ich in diesem Video rausstellen möchte, und dann bin ich aber auch fertig, dann kommen wir gleich zur Gliederung. Es gibt ganz, ganz viele Aspekte bei einer Alarmanlage. Nicht nur, was ist beim Einbruch, sondern der Alarmanlage kann so viel vielfältiger sein. Und genau das möchte ich euch heute mit diesem Video eigentlich mitgeben. Dann hätte ich mein Ziel erreicht. Und deswegen ist das Video auch so lange, weil ich wirklich ins Detail gehe, weil ich euch alles zeigen möchte. Aber auch da kann ich euch beruhigen, keine Angst. Da hat YouTube ja auch was richtig Cooles gemacht, und zwar die Sprungmarken. Und auch dieses Video habe ich wieder mit Sprungmarken versehen. Das bedeutet, ihr könnt euch genau die Themen rauspicken, die euch interessieren. Ihr fahrt einfach mit dem Daumen an der Zeitleiste entlang oder mit der Maus und klickt dann genau das Kapitel an, das für euch von Interesse ist. Und welche Kapitel habe ich nun in diesem Video? Ganz einfach, das gucken wir uns jetzt an. Im ersten Teil möchte ich euch einfach mal zeigen, welche Module der T-Tronic ich in meinem Wohnmobil verbaut habe. Im zweiten Teil schauen wir uns dann ganz kurz den Einbau an sich an. Also wie verhält es sich mit dem Einbau? Kann man sowas selber machen oder sollte man sowas immer beim Händler machen? Wie kann ich es erweitern? Vielleicht ein paar Specs zu Stromverbrauch und so weiter. Im dritten Teil kommt ein sehr interessanter Teil, denn da gucken wir uns auch mal die App an, was die denn alles kann und vielleicht auch so ein bisschen Zukunft, was uns da noch alles erwarten wird. Finde ich persönlich wahnsinnig spannendes Kapitel. Und dann kommt eigentlich ein wahnsinnig spannender Teil, wie ich meine, denn dann gucken wir uns mal Alarmfälle an. Ich kann hier nicht alle Alarmfälle nachspielen, ist ganz klar, aber ich versuche mal so die wichtigsten Alarmfälle nachzuspielen und das geht sogar am Ende so weit, dass wir das Fahrzeug klauen werden und ich es per App stilllegen werde, sodass ich nicht mehr weiterfahren kann. Und ob das funktioniert und was dann da am Ende passiert, das schauen wir uns eben alles in diesem Kapitel an. Und der letzte Punkt ist dann natürlich mein persönliches Fazit. Was finde ich gut an der Alarmanlage? Was finde ich weniger gut? Was ist mir da aufgefallen, was ich besser machen würde oder was ich mir noch wünschen würde? Und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video.
Ja, und damit starten wir gleich voll durch. Welche Alarmanlage verwende ich und vor allem welche Module habe ich dazu alle geholt? Und das ist super einfach. Ich verwende von T-Tronic die Vipro 3 SafeLock. Was bedeutet das? Die Vipro 3 ist eine CAN-Bus Funkalarmanlage, die man, wie es der Name schon sagt, an den CAN-Bus des Ducatos direkt anschließen kann. Das hat ganz, ganz viele Vorteile. Ich kann zum Beispiel sehen, in welchem Zustand befindet sich mein Fahrzeug. Ich sehe aber auch, sind da noch Türen geöffnet eventuell. Also ich kriege da ganz viele Informationen vom Fahrzeug. Das Besondere oder Wichtige ist dabei, man liest die Daten oder das Fahrzeug nur aus, man schreibt in den CAN-Bus nichts hinein. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. SafeLock. Wofür steht SafeLock? Auch das ist ganz einfach. Das hat hier mit diesem Schlüssel zu tun. Und zwar möchte man sich vor Replay-Attacken schützen. Das kennt ihr wahrscheinlich schon. Replay-Attacken ist eine Geschichte, wo man den Funkcode des Schlüssels ganz einfach über relativ einfache Geräte abfangen kann. An einem Parkplatz zum Beispiel, wenn du irgendwo einkaufen gehst, dann sperrst du hier ab. Und der böse Mann, der steht irgendwie nicht weit von dir entfernt, hat so einen kleinen Computer und einen Empfänger und fragt dann diesen Code ab, den der Schlüssel an dein Fahrzeug sendet. Das Gemeine daran ist, alle Ducatos, die vor 2019 gebaut wurden, die haben keinen Schutz vor Replay-Attacken. Was machen Replay-Attacken? Die fangen also diesen Code ab, die warten, bis du beim Einkaufen bist und dann können die super einfach mit dem Code dein Fahrzeug entriegeln. Was macht jetzt diese SafeLock-Geschichte? Die sorgt dafür, ihr kommt hier in den Schlüssel innen eine andere Platine hinein und diese Platine sorgt dafür, dass dieser Code sich mit dem Fahrzeug ständig ändert. Das bedeutet, selbst wenn dir jemand diesen Code abfängt, dann ist dieser Code nach ein paar Sekunden schon wieder ein ganz anderer und er hat überhaupt keine Chance. Selbst mit dem neuesten Fahrzeug hat Fiat endlich reagiert und hat dafür gesorgt, dass man auch wechselnde Codes hat. Aber auch da habe ich mir sagen lassen, und das liest man auch in Foren, dass sowas wie jetzt hier von T-Tronic mit einer SafeLock immer noch Sinn macht, weil diese Codes von Fiat halt um die ganze Welt gehen und weil es anscheinend relativ einfach ist, auch an diese Platinen ranzukommen beziehungsweise an diese Codeänderungen ranzukommen. Ich kenne mich da nicht so genau aus, da könnt ihr nochmal euren Senf dazu abgeben, da würde ich mich sehr drüber freuen, schlaut mich da super gerne auf. Aber es ist offensichtlich so, dass es noch nicht das hundertprozentig sicherste System ist. Und dafür spricht eben T-Tronic, einfach nochmal einen Schritt weiter zu sein. Was habe ich noch verbaut? Ich habe hier noch den Profinder verbaut. Warum? Das ist für mich ein extrem hilfreiches Tool, weil ich damit mein Fahrzeug orten kann. Ich habe eine SIM-Karte in meinem Alarmsystem. Das bedeutet, wenn irgendwas mit meinem Fahrzeug passiert, dann werde ich einmal per SMS darüber informiert und ich weiß sofort, Achtung, ich habe einen Alarm. Auf der anderen Seite kann ich dann sagen, okay, was passiert mit diesem Fahrzeug gerade? Wird es zum Beispiel bewegt, sehe ich genau, wo befindet sich dieses Fahrzeug. Und das geht dann so weit, dass ich sogar das Fahrzeug stilllegen kann. Das bedeutet, und das wollen wir nachher auch einfach mal testen, wenn irgendwelche Einbrecher sich das Fahrzeug geschnappt haben, damit auf dem Weg sind, dann gebe ich diese Motor-Stilllegen-Funktion über die App ein. Das Ganze wird dann per SMS-Code hier an das Fahrzeug geschickt. Und sobald das Fahrzeug dann zum Stehen kommt, also natürlich schaltet es nicht einfach so den Motor ab und sorgt für irgendeine gefährliche Verkehrssituation, sondern sobald das Fahrzeug für mehrere Sekunden steht, wird der Motor abgeschaltet und man kann nicht mehr weiterfahren. Und das bedeutet, ich kann in der Zwischenzeit die Polizei anrufen und kann sagen, Leute, hört mir zu, mein Fahrzeug wurde geklaut, ich kann euch aber ganz genau sagen, wo es steht, fahrt bitte da und dahin. Finde ich super interessant und das funktioniert dann eben nur zusammen mit dem Profinder. Und auch dieser Profinder ist vorne eben im Armaturenbrett verbaut. Was finden wir noch bei mir im Fahrzeug? Und deswegen sind wir schon hier, das sind die Magnetkontakte. Die T-Tronic funktioniert nicht mit Ultraschallsensoren, also mit Bewegungsmeldern, die irgendwie gucken, ob sich was im Fahrzeug bewegt. Ich halte davon im Wohnmobilbereich überhaupt nichts, aus mehreren Gründen, weil du willst dich ja auch im Wohnmobil aufhalten. Das ist anders als im Pkw. Den Pkw sperrst du ab und dann bist du in der Regel draußen. Das, finde ich, ist beim Wohnmobil ganz was anderes, weil du natürlich hier drin auch Zeit verbringst und trotzdem dein Fahrzeug sichern möchtest. Also wenn du irgendwo frei stehst, wenn du irgendwo an einer Raststätte stehst, dann hast du die Fenster vielleicht geschlossen, hältst dich aber drinnen auf, bewegst dich dann natürlich auch, möchtest aber trotzdem, dass dein Fahrzeug gesichert wird. Und das funktioniert alles mit diesen Bewegungssensoren meiner Meinung nach überhaupt nicht sinnvoll. Und abgesehen davon, wenn du dann auch nochmal einen Hund hast, der vielleicht mal im Wohnmobil bleibt, du bist unterwegs, dann kannst du dein Auto auch nicht sichern. Also ich halte einfach im Wohnmobilbereich von diesen Sensoren nicht viel. Deswegen habe ich hier an all meinen Fenstern diesen Magnetsensoren. Das bedeutet, du hast hier einen Magneten und du hast hier einen Magneten. Hier ist auch der Sensor, hier ist auch die Batterie drinnen. Und sobald dieser Kontakt hier verloren geht, haben wir sofort einen Alarm.
Mit einer Ausnahme, und das ist auch was Interessantes bei der T-Tronic. Du kannst nachts das Fenster geöffnet haben und die Alarmanlage aktivieren. Kannst dann das Fenster zumachen und es löst noch keinen Alarm aus. Solltest du dann aber das Fenster wieder geöffnet bekommen, weil dann ein Einbruchsversuch stattfindet, dann löst die Alarmanlage aus. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber im Endeffekt ganz, ganz einfach, wenn man das Ganze mal in der Praxis erlebt und einfach mal das Ganze dann auch wirklich lebt. Das bedeutet für mich, wenn ich irgendwo frei stehe, dann aktiviere ich nachts gerne meine Alarmanlage, einfach um sicher schlafen zu können. Dann signalisiert mir die Alarmanlage schon, Achtung Markus, du hast noch Fenster offen, weil ich dieses Fenster hier ein bisschen gekippt habe, weil ich einfach Frischluft haben möchte. Sage ich, okay, damit kann ich leben, das ist okay für mich, will ich so. Jetzt wird es mir in der Nacht aber zu kalt. Musst du bei anderen Systemen die Alarmanlage deaktivieren, hier runter machen, weil die auch auslösen, wenn der Kontakt hier zustande kommt. Die sind quasi, ich möchte nicht sagen blöd, fällt jetzt nichts anderes ein, die sind einfach gestrickt und machen da keinen Unterschied. Diese Alarmanlage hier versteht das und sagt, nein, das Fenster ist offen, das habe ich ihm auch vorher gesagt, das wusste er, der schläft, jetzt wird ihm kalt, jetzt macht das zu, ist für mich noch okay, weil zu ist ja erstmal ein sicherer Zustand. Sobald dann aber dieses Fenster wieder geöffnet wird, wird der Alarm ausgelöst. Also ich finde es super hilfreich und auch das ist was, wo ihr bei den Alarmanlagen gucken müsst, das hat nicht jede Alarmanlage. Jetzt werdet ihr sagen, naja gut, aber Magnet ist ja relativ, da kann ich mit einem starken Magnetfeld rankommen, dann störe ich das, mache das Fenster auf und keiner kriegt es mit. Habt ihr recht, auch das ist ein Ding, wo man bei einer Alarmanlage unbedingt drauf achten muss. Und das ist auch was, was die T-Tronic kann. Das bedeutet, wenn hier so eine Störung kommt, dann versteht die Alarmanlage das und sagt, Achtung, hier macht irgendjemand was, was ich nicht gut finde und löst den Alarm aus. Also auch das ist hier bei der T-Tronic auf alle Fälle gewährleistet. Und wenn ihr euch eine Alarmanlage sucht, solltet ihr auch darauf achten. So, was habe ich noch dabei bei meiner Alarmanlage? Hier in meiner Wunderbox hat es sich versteckt, und zwar die Kabelschleife. Für was verwendet man die jetzt? Zeige ich euch. Ist super einfach. Angenommen, du hast einen Heckträger hinten dran mit Fahrrädern. Dann fährst an der Raststätte, sind Fahrradschlösser dran, gehst tanken, isst irgendwie schön gemütlich was. Dann haben es oft Langfinger immer noch relativ einfach, die Fahrräder zu klauen. Hiermit kriegst du es auf alle Fälle mit, denn wickelst das Kabel um deine Fahrräder, kannst es dann einmal hier durchschlaufen und hängst das Ganze hier oben ein. So. Dann passiert Folgendes, sobald jemand das hier entfernt von der Alarmanlage, wenn sie scharf ist, gibt es sofort Alarm. Wenn jemand das Kabel durchschneidet, gibt es sofort Alarm. Das bedeutet, wenn jemand die Fahrräder von deinem Fahrzeug entfernen möchte, kriegst du es auf alle Fälle mit. Und das Ganze geht natürlich nicht nur bei Fahrrädern, sondern auch bei mobilen Solartaschen, bei Kühlschränken, die du draußen hast, bei was auch immer du alles mitschleppst und draußen hast, zum Beispiel Sattanlagen, alles, was dir irgendwie wertvoll ist, aber nicht direkt mit deinem Fahrzeug fest verbunden ist, kannst du mit diesen Kabelschleifen super schützen. So, und jetzt sind wir im Fahrzeug und hier sind auch nochmal zwei ganz, ganz wichtige Module verbaut, die mir einfach wesentlich mehr Sicherheit garantieren. Dafür müssen wir einmal auf die Knie gehen, bitte. So, und hier unten seht ihr ihn, er leuchtet schon grün, das ist Gaswarner Nummer 1. Warum ist mir der wichtig? Man hört es ja leider immer wieder, dass man irgendwann Raststätten steht und dass dann K.O.-Gase ins Fahrzeug eingeleitet werden und die Leute im Schlaf ausgeraubt werden, ohne dass sie es überhaupt mitkriegen. Und davor schützt mich dieses Gerät, denn der löst sofort Alarm aus für die verschiedensten Gase. Ich versuche euch das mal einzublenden. Warum ist der hier unten? Ganz einfach, weil diese Gase schwerer sind als Luft und deswegen erstmal nach unten fallen. Ich habe diesen Gassensor direkt unter meinem Bett. Das bedeutet, sollte ein böser Mensch hier Gas einleiten wollen, um mich zu betäuben, dann würde das hier anfangen, sich sozusagen im Fahrzeugvolumen aufzufüllen und dann schlägt dieser Sensor sofort Alarm. So, und hier oben haben wir jetzt den zweiten Gaswarner. Warum? Ganz easy, das hier oben ist ein CO-Warner. Das bedeutet, wenn du Verbrennung in deinem Fahrzeug hast und dadurch CO-Gase entstehen, dann wirst du hiermit sofort gewarnt. Also auch hier wird wieder eine laute Sirene ausgelöst. Du wachst auf und weißt, okay, du musst das Fahrzeug verlassen. Und jetzt sagt ihr wahrscheinlich, naja Markus, aber du machst ja kein offenes Lagerfeuer in deinem Fahrzeug. Wieso brauchst du denn einen CO-Warner? Ja, ich sag euch, du hast trotzdem Verbrennung in deinem Fahrzeug. Thema Heizung zum Beispiel. Gar nicht lange her hat mir eine Zuschauerin mal eine Frage gestellt und hat gesagt, du Markus, ist dein CO-Warner auch so empfindlich? Die hat das gesehen, dass ich das habe, weil ich mal von der Messe berichtet habe, wo ich wohl auch gesagt habe, dass ich das Gerät habe. Und da hat sie mich darauf angesprochen und hat gesagt, Markus, ist es bei dir auch so, dass der so hochsensibel ist? Ich habe mein Fahrzeug neu bekommen, ich stand in meiner Einfahrt, habe drin schlafen wollen und dann hat mitten in der Nacht plötzlich der CO-Warner ausgeschlagen und meine ganzen Nachbarn waren wach und mir war es furchtbar peinlich, das ist ja doof, wie machst denn du das? Da habe ich gesagt, du, lass das mal prüfen, also mir kommt es komisch vor, ich hatte da noch nie irgendwie ein Problem mit Fehlalarm oder so. Am Ende hat sich herausgestellt, dass die Dieselheizung falsch eingebaut wurde und Abgase in das Fahrzeug geleitet wurden.
Und das, liebe Leute, das kann tödlich sein. Das bedeutet, dieses kleine Kästchen kann wirklich euer Leben schützen. Und das finde ich ungemein wichtig und deswegen war es mir das auf alle Fälle wert. Du weißt nie, was los ist und ich fühle mich damit einfach viel, viel wohler. Ich möchte ja nicht einschlafen, nicht mehr aufwachen. Und jetzt lasst uns wieder ein bisschen positiver denken. So, und jetzt liegen wir im Bett. Und zwar, weil ich hier auch noch was habe, was ich euch zeigen möchte, diese Fernbedienung. Jetzt kannst du dir die natürlich mitnehmen, kannst an deinen Schlüsselbund hängen, kannst damit nochmal die Alarmanlage scharf und unscharf machen. Aber das ergibt wenig Sinn, weil du machst die Alarmanlage automatisch mit deinem Autoschlüssel scharf, wenn du dein Fahrzeug zusperrst. Aber man sieht hier schon diese zwei Knöpfe. Das eine ist mit durchgestrichenem Lautsprecher. Und das bedeutet, wenn ich hier mit die Alarmanlage aktiviere, dann macht die keinen Piepton. Der Piepton ist relativ laut, der ist innen im Fahrzeug. Es darf aus der deutschen Gesetzgebung heraus außen kein Warnsignal am Fahrzeug sein. Also diese ganzen Hupen, wenn du dein Auto zumachst und so weiter, das ist eigentlich in Deutschland nicht erlaubt. Und deswegen ist hier dieser Signalton im Fahrzeug verbaut. Der ist aber so laut, dass du den außen eben auch hörst. Und das macht auch Sinn, weil dann weißt du, okay, die Alarmanlage ist scharf. Und du hörst aber aufgrund der Frequenz des Pieptons, ob zum Beispiel noch Fenster oder Türen offen sind. Und kannst du mal schauen, da muss ich nochmal was zumachen. Jetzt ist es aber so, dass wenn du in der Nacht auf deinen Campingplatz gehst, und einfach nur, weil du dich sicherer fühlst, die Alarmanlage anschalten möchtest, dann ist dieser Piepton so laut, dass den anderen natürlich auch hören können. Das ist unangenehm. Und wenn du das hier mit dieser Fernbedienung scharf stellst, dann ist dieser Piepton eben nicht da. Du kannst es mit der Taste hier unten aber auch so schalten, dass du diesen Piepston auch hörst. Und deswegen habe ich das bei mir hinten ans Bett gemacht, weil in der Regel ist es dann so, dass ich mich hier bettfertig mache, dann gehe ich ins Bett und dann drücke ich hier einmal den Knopf und dann ist die Alarmanlage scharf. So, dann schauen wir mal hier vorne hin. Hier seht ihr schon, das ist übrigens die kleine Leuchtdiode von der Alarmanlage, die dir auch optisch signalisiert, ob die Alarmanlage an ist oder auch welchen Status sie hat, ob irgendwelche Batterien leer sind, Fenster offen sind etc. pp. Aber wir wollen jetzt kurz über den Einbau sprechen und da vorne weg, das Ganze ist, finde ich, relativ einfach. Und wenn ich das sage, dann bedeutet das schon was. Ich muss aber auch ehrlichkeitshalber dazu sagen, ich habe mir die Alarmanlage damals von meinem Händler einbauen lassen, als ich die Alarmanlage zusammen mit dem Fahrzeug gekauft habe. Das bedeutet, ich habe das Fahrzeug gekauft und habe die Alarmanlage beim Händler auch gleich mitbestellt und bevor die das Fahrzeug ausgeliefert haben, haben die mir die Alarmanlage verbaut. Das ist auch der Weg, den dir T-Tronic empfiehlt. Also wenn du auf deren Webseiten schaust und so weiter, sagen die alle, ja, baut es am besten über den Händler ein. Das kann man auch super einfach nachträglich machen. Also das müsst ihr nicht mit dem Kauf machen, überhaupt nicht. Das ist echt super easy und das habe ich dann eben gelernt, weil ich das Alarmanlagensystem auch ständig mit Modulen erweitert habt, wie ihr gerade gesehen habt, mit dem Gasmeldern zum Beispiel und auch mit so ein paar anderen Dingen. Und dazu musste ich hier vorne auch wieder ran. Und das ist wirklich einfach. Also ich traue mir das selber zu und wir haben es mittlerweile auch beim Kumpel selber eingebaut. Echt alles easy. Warum macht man das hier vorne? Das Herzstück der Alarmanlage muss an den CAN-Bus und der ist halt ja einfach hier vorne. Das heißt, du musst die Armaturen hier wegschrauben und kommst dann ran, schließt es an den CAN-Bus an und bringst dann die Alarmanlage hier klug irgendwie hier im vorderen Armaturenbrett unter. Ich möchte euch gar nicht genau zeigen, wo, weil das ist natürlich auch nicht ratsam, wenn das die Langfinger mitbekommen. Auf der anderen Seite ist es auch so, wenn der Alarm ausgelöst hat und die das hier aufschrauben und das irgendwie zu deaktivieren, das macht überhaupt keinen Sinn. In der Zwischenzeit habe ich die schon längst geortet und insofern habe ich da keine Bedenken. Also platziert das einfach irgendwo gut hier vorne. Wichtig ist nur, wenn ihr den Profiler verwendet, dann müsst ihr unbedingt darauf achten, dass der natürlich irgendwo so unterm Armaturenbrett angebracht ist, dass der auch entsprechend Signale empfangen kann. Denn wenn ihr den irgendwie unter das Radio baut oder unter irgendwelche Metallplatten, dann ist natürlich der Empfang entsprechend gestört und schlecht und das wäre natürlich kontraproduktiv. Und wenn wir über den Einbau reden, dann wollen wir auch über den Stromverbrauch sprechen. Auch da sei gesagt, das ist natürlich schwierig. Das kommt ein bisschen darauf an, welche Geräte ihr verbaut habt und auch wie viele Geräte ihr verbaut habt. Ich kann euch auf alle Fälle absolut entspannen und beruhigen, denn bei mir hat das System noch nie so viel gezogen, dass ich sage, das Auto ist irgendwo länger als 2 Wochen gestanden und hatte dann keinen Saft mehr in der Batterie, weil die Alarmanlage so viel gezogen hat. Die Alarmanlage verbraucht ungefähr 11,6 mA im scharfen Zustand und 10,8 im unscharfen Zustand. Ich führe euch die entsprechenden Geräte mit dem dazugehörigen Stromverbrauch auch gerne auf meiner Webseite auf. Den Artikel verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr noch mal gucken und dann zusammenzählen, was da für euch relevant wäre. Und wir haben natürlich Geräte, die einmal an der Batterie sind, wie der Profinder, wie die Alarmanlage selbst, wie aber auch die Gaswarner zum Beispiel. Dann hast du Module wie die Magneten, die klemmst du nicht an deine Batterie ran. Die haben dann eine eigene Stromversorgung, eine eigene kleine Batterie.
Und da wirst du auch über die Alarmanlage hingewiesen, wenn die Batterien leer gehen. Ich war da wieder super vorsichtig und habe die nach 2 Jahren einfach gewechselt. Und auch das Wechseln ist super einfach. Du machst einfach mit einem kleinen Schraubenzieher das Modul auf, wechselst die Batterie, guckst, dass die richtig rum eingelegt ist und die Sache hat sich in einer Minute erledigt. Und das machst du bei all deinen Sensoren und dann bist du auch schon wieder durch. Also Thema Stromverbrauch, entspannt euch. Ja, und alle, die mich kennen, die wissen, jetzt kommt der Part, der mir am meisten Spaß macht, und zwar ist es die App. Warum? Naja, weil ich einmal finde, dass es die Bedienung mit der Alarmanlage halt wesentlich einfacher macht. Und das ist auch ein ganz entscheidender Punkt auf dem Markt der Alarmanlagen. Es gibt ja eh nicht viele Alarmanlagensysteme für Wohnmobile und schon gar nicht viele, die sich auch noch einfach bedienen lassen. Das ist mir eben sehr, sehr wichtig. Wie kommuniziert nun deine App mit der Alarmanlage? Das ist in meinem Fall jetzt zum Beispiel per SMS. Und das bedeutet, ich kann gewisse SMS-Codes an die Alarmanlage senden und kann damit zum Beispiel Alarmanlage aktivieren und, kann sie einrichten, all das. Aber das fällt mir jetzt natürlich mit der App viel, viel einfacher. Früher gab es das noch nicht. Früher musste man das wirklich mit SMS-Codes machen. Da hast du immer die Bedienungsanleitung gebraucht, hast dann die SMS selber getippt. Und das, wenn man ehrlich ist, übernimmt jetzt eigentlich die App für dich. Aber wir fangen erstmal vorne an, und zwar mit dem generellen Einrichten. Zu Beginn musst du das Fahrzeug oder die Alarmanlage natürlich an das Fahrzeug anpassen. Und da leitet einen eigentlich die App super easy durch. Das Ganze bedeutet, ich gebe einfach den Fahrzeugnamen ein, ich gebe den Fahrzeugtypen ein, den ich fahre, das Modelljahr gebe ich ein und dann sehe ich auch, welche Geräte ich mit meinem Fahrzeug verbunden habe. Und auch hier muss man noch ein paar technische Daten eingeben, wie zum Beispiel Profiler Seriennummer. Aber auch diese Nummern, die blende ich euch nochmal ein. Das ist alles easy, das hört sich jetzt ganz schwierig an, aber da könnt ihr immer diese Nummer verwenden. Ihr seht dann auch die Rufnummer des Profilers hier, also meine SIM-Karte, die ich hier drin habe. Und das ist auch wichtig, da wird eine von T-Tronic mitgeschickt, die könnt ihr aktivieren. Die soll einen recht preiswerten Vertrag haben, kenne ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon vorher eine Prepaid-Karte gehabt und die habe ich hier verwendet. Jetzt fragt ihr alle, was hast du da für eine? Ich habe einfach eine Vodafone-Karte. Warum? Und das ist eigentlich das Wichtigste, das ist vollkommen egal, ob Vodafone oder Telekom oder was auch immer. Ich würde euch einfach einen Anbieter empfehlen, der eine sehr gute Netzabdeckung hat. Das ist einmal sehr wichtig. Und noch wichtiger in meinem Fall ist, das Ganze muss auch im Ausland funktionieren. Wenn ihr also ins Ausland fahrt, dann müsst ihr auch sicher gehen, dass euer Kartenvertrag im Ausland auch funktioniert. Das ist bei Prepaid-Karten nicht immer selbstverständlich. Also darauf unbedingt achten bei der SIM-Karte. So, und des Weiteren seht ihr dann noch hier zum Beispiel die Masternummer. Was ist jetzt die Masternummer? Die Masternummer ist die autorisierte Telefonnummer, die auf diese Alarmanlage zugreifen kann. Sonst würde es ja bedeuten, jeder, der die Rufnummer der Alarmanlage kennt, könnte die auch manipulieren. Das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Ich muss also die entsprechenden Telefonnummern, die das können sollen, in der Alarmanlage aktivieren können. Und das mache ich hier. Die Masternummer kann alles machen und dann kannst du aber auch noch weitere autorisierte Nummern hinzufügen, die dann vielleicht auch nicht den vollen Funktionsumfang haben, aber benachrichtigt werden, wenn du einen Alarmfall hast. Ich habe das zum Beispiel sehr, sehr gerne. Ich habe hier noch weitere Telefonnummern eingespeichert, weil ich sage, wenn ich Business Camping bin und ich bin irgendwo allein unterwegs, stehe frei, dann gibt es einen Alarmfall. Ich bin vielleicht nicht mehr in der Lage, warum auch immer, da entsprechend zu reagieren. Dann wissen zumindest andere, wo ich mich befinde und ob die dann eine Party machen. Und mich suchen, das weiß ich nicht. Das sollte ich vielleicht mal ausprobieren. Das Erste, was wir uns jetzt mal anschauen, ist der sogenannte Pairing Mode. Das bedeutet, wir können natürlich Zusatzmodule selber einfach an die Alarmanlage anlernen. Und das ist super einfach. Ich mache das Ganze jetzt hier mal mit meiner Kabelschleife. Ihr geht hier auf den Pairing Mode starten. Schickt das Ganze per SMS wieder an eure Alarmanlage und kriegt dann eine Information, sobald die Alarmanlage bereit dafür ist. Jetzt ist das Signal gekommen, die Alarmanlage ist bereit dafür und ich werde jetzt einfach mal die Kabelschlaufe mit dem Auto synchronisieren. Dazu gehe ich jetzt mal nach hinten, kommt mal mit. Und ich hänge jetzt einfach mal die Kabelschleife hier rein. Und schon hört ihr die Benachrichtigung, das Ganze ist im Fahrzeug angekommen. Und ihr bekommt auch immer eine Information via SMS, wie viele Handsender sind jetzt angeschaltet, wie viel Funkzubehör ist mit dabei und so weiter. Und wenn ihr sagt, okay, das Ganze ist für mich fein, wir können den Pairing Mode wieder verlassen, dann klickt ihr das einfach hier wieder an. Die entsprechende SMS wird konfiguriert und wird dann natürlich auch wieder ans Fahrzeug geschickt. Ja, und jetzt sehen wir hier mal die ganzen Buttons, die in der App dargestellt werden. Und jetzt gehen wir sie peu à peu durch. Was bedeuten die denn? Und das Erste, was ich mir hier angeordnet habe, ist einfach die Alarmanlage scharf und unscharf zu stellen. Das Ganze geht super einfach. Ich klicke hier einfach drauf, sage dann, ich möchte sie scharf stellen und dann wird der entsprechende SMS-Code generiert und ich kann den einfach an meine Alarmanlage schicken. Und jetzt habt ihr gehört, okay, die Alarmanlage ist scharf.
auch wenn ich jetzt noch die Türen offen habe. Ich werde das Ganze jetzt wieder unscharf stellen. So, das bedeutet, wir können weitermachen. Ich lasse hier mal dieses Schlosszeichen noch aus. Wir machen mal weiter mit dem Geofencing. Was ist Geofencing überhaupt? Und ihr seht es hier auch beschrieben. Das bedeutet, sobald sich dein Fahrzeug mehr als einen Kilometer vom Standort entfernt, werdet ihr sofort informiert und benachrichtigt. Und warum ist das interessant? Naja, weil vielleicht der ein oder andere Langfinger richtig professionell ist und das Auto gar nicht aufbricht und damit losfährt, sondern weil er einfach das Fahrzeug auf den Anhänger hebt oder auf den LKW und damit einfach wegfährt. Und dann würde ja erstmal die Alarmanlage keinen Alarm auslösen. Aber mit dem Geofencing wisst ihr, oh, mit meinem Fahrzeug stimmt irgendwas nicht. Und ihr könnt das Ganze dann direkt orten natürlich und könnt dann dafür sorgen, dass ihr die Polizei so leitet, dass euer Fahrzeug wiedergefunden wird. Die Ortung selber ist gleich der nächste Punkt, ist auch super einfach. Ihr geht hier einfach auf den Button, sagt, ihr wollt das Fahrzeug jetzt orten und auch dann wird eine SMS an das Fahrzeug geschickt mit dem Stichwort Position. Und dann kriegt ihr das Ganze auch wieder direkt per SMS zurückgespielt und könnt dann auf Google Maps genau sehen, wo sich euer Fahrzeug gerade befindet. Das bedeutet, bei der Ortung könnt ihr über Google Maps einfach gucken, wo befindet sich euer Fahrzeug und könnt es also wirklich metergenau orten. Das funktioniert wirklich hervorragend, sofern ihr den Profinder, wie ich es vorher gesagt habe, richtig eingebaut habt. Und auf der anderen Seite mit dem Statusbericht seht ihr nochmal weitere Informationen. Ist eure Alarmanlage an oder aus? Ist das Geofencing an oder aus? Wie viel Uhr war es bei dem Statusbericht? Wo befindet es sich? Sind Kanäle an oder ausgeschaltet? Da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ihr könnt nämlich auch nochmal Kanäle anschließen, zum Beispiel ein Außenlicht. Das könnte dann Kanal A sein beispielsweise. Dann könntet ihr dieses Außenlicht über die App auch steuern und könntet sagen, ihr wollt das Außenlicht jetzt über die App schon anmachen, wenn ihr zum Wohnmobil hinkommt. Also solche Kanäle habt ihr noch zur Verfügung. Zwei Stück zur Auswahl. Ihr seht die Temperatur, die ist heute extrem knackig, wie 49 Grad hier vorne im Armaturenbrett. Aber heute ist es auch wirklich heiß, aber ich will mich nicht beschweren. Ich bin heilfroh, dass wir Sommer haben. Und ihr seht auch das Guthaben eurer Prepaid-Karte. Auch das ist mega wichtig. Kein Guthaben auf der Prepaid-Karte, keine SMS. Und ja, und dann haben wir hier noch den Stopp-Button und der ist auch mega interessant. Ihr könnt das Fahrzeug stilllegen. So, und was bedeutet das? Und das finde ich mega. Im Falle eines Alarms, also eines Diebstahls, wenn ein Räuber dein Auto klaut und damit wegfährt, dann könnt ihr die Banditen stoppen. Ihr könnt den Motor einfach ausschalten. Das Ganze wird hoffentlich, also ich probiere das nachher gleich mal aus mit euch, nicht während der Fahrt passieren, sondern erst wenn das Fahrzeug für eine gewisse Zeit stillsteht und ruht, also an der Ampel zum Beispiel, dann wird der Motor ausgeschaltet und du kannst ihn nicht mehr anschalten. Das bedeutet, dein Fahrzeug steht dann dort, du kannst es orten und kannst ganz gemütlich die Polizei dorthin schicken und hast hoffentlich dein Auto ganz schnell wieder. Und jetzt schauen wir uns nochmal den Schloss-Button an, denn den finde ich auch klasse. Okay, wofür habt ihr also das Schloss? Das ist ganz einfach. Ihr könnt damit das Fahrzeug verriegeln. Das bedeutet, ihr geht einfach auf die App, sagt, ihr wollt das Fahrzeug verriegeln, generiert die SMS und schickt die SMS an euer Fahrzeug. Und ihr werdet gleich sehen, das Fahrzeug wird dann ohne Schlüssel via App, bam, verriegelt und ich komme nicht mehr rein. Das Ganze bekommt ihr natürlich hier einmal per Lichtsignal, per Ton, aber auch via SMS signalisiert, das Fahrzeug ist jetzt verriegelt. Und dasselbe können wir natürlich auch wieder zum Entriegeln machen. Das bedeutet, ich verschicke diesen Befehl und der Befehl wird via SMS hierher geschickt und das Auto wird gleich hoffentlich wieder öffnen. Zack, und schon ist das Fahrzeug wieder offen. So, nun sagt ihr, naja Markus, aber ich habe doch einen Schlüssel. Klar habt ihr den, aber ich nenne euch zwei Beispiele, warum das absolut Sinn machen kann. Das eine Beispiel ist Sport. Du gehst Gleitschirm fliegen, du gehst schwimmen, zappen, was auch immer und du willst den Schlüssel einfach nicht mitnehmen, weil du Angst hast, dass er kaputt geht oder verloren geht. Dafür habe ich was ganz Praktisches. Ich habe so einen kleinen Schlüsseltresor und den habe ich hier irgendwo im Fahrzeug untergebracht und da ist dieser Schlüssel einfach verstaut. Ich mache die Tür zu und verriegel das Fahrzeug über die App oder über die Uhr und bin dahin und komme zurück und kann damit einfach wieder aufsperren. Wie cool ist das denn? Das zweite Beispiel ist, ihr seid irgendwie gerade wirklich richtig schön auf Sightseeing-Tour und plötzlich kommt dieses Gefühl, habe ich das Auto zugesperrt? Und da könnt ihr einfach nachgucken und sollte es wirklich nicht zugesperrt sein, könnt ihr das Ganze einfach von wo auch immer ihr gerade seid machen und seid wieder ein bisschen beruhigter. Ja, und jetzt wird's spannend, denn jetzt schauen wir uns mal einzelne Alarmfälle an. Ich kann natürlich nicht alles entsprechend darstellen. Ich habe keine Replay-Attacke, die ich nachspielen kann. Ich habe auch keinen Störsender. Ich bin halt ein braves Kerlchen vom Land. Sowas habe ich alles nicht. Aber trotzdem habe ich, glaube ich, sehr spannende Fälle für euch. Im ersten Fall zeige ich euch mal das Thema mit dem Gas. Also einen Gasalarm wollen wir mal provozieren. Danach brechen wir mal in das Fahrzeug ein. Und dann versuchen wir mal, das Fahrzeug von der Stelle wegzubewegen. Und ich werde es während der Fahrt mit der App stilllegen. Ich bin selber schon total nervös und bin gespannt. Aber jetzt fangen wir erstmal mit dem Gas an.
Schauen wir uns also mal die Alarmfälle an und da möchte ich mit dem Gars-Warnfall beginnen. Und da habe ich schon eine Menge gelernt in der Vergangenheit. Ich hatte früher diesen Gaswarner. Das war damals halt das Ding, das man bekommen hat zu der Alarmanlage und ich hatte den gekoppelt mit der Zentrale. Das bedeutet, hat der ausgelöst, dann ging hier volles Programm los. Mit SMS aufs Handy und Hupen und Lautstärke, Sirene etc. pp. Ich hatte den hier aber meistens aus und das ist ja eigentlich fatal. Warum hatte ich ihn aus? Weil der extrem sensibel war. Thema Alkohol im Fahrzeug. Und damit meine ich nicht, wenn du mal irgendwie schnell ein Bier getrunken hast, dass der losgegangen ist. Nee, keine Angst, das nicht. Aber zum Beispiel das Thema jetzt gerade aktuell Desinfektionsmittel. Wenn du im geschlossenen Fahrzeug mit Desinfektionsmittel deine Hände irgendwie schnell eingerieben hast, dann entwickeln sich dort Dämpfe und die haben ausgereicht, um diesen Alarm anschlagen zu lassen. Anderes Thema, geschlossenes Fahrzeug, das ist mir schon mal passiert und das war echt unangenehm, weil ich früh auf den Berg gehen wollte und damit extrem viele Menschen aufgeweckt habe. Ich habe Deo benutzt im Raum, sorry, ist wahrscheinlich eh die falsche Variante. Ich habe jetzt auch mal ganz bewusst so ein ganz gemeines genommen. Hier ist Butan drin, Isobutan, Propane, Aluminium, also das ist alles drin, was irgendwie ganz schlimm ist. Und dann hat er auch sofort ausgelöst. Und das ist natürlich schwierig, weil du möchtest ja auf der einen Seite ganz normal leben, auf der anderen Seite möchtest du aber den Gaswarner haben für lebensbedrohliche oder gefährliche Situationen, dass er dich dann alarmiert. Und das ist mit dem neuen System echt viel, viel besser geworden. Wie ihr jetzt schon merkt, ich habe hier gesprüht und alles, da passiert gar nichts mehr. Und das ist schon mal richtig top. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Gaswarner trotzdem auslösen können. Dazu müssen wir jetzt richtig viel Hand anlegen. Ich werde jetzt die Türe schließen, richtig viel Deo sprühen, werde mein Desinfektionsmittel hernehmen und da richtig ranwedeln. Und dann gucken wir mal, was da passiert und wie es sich unten staut und ob es dann nicht gleich losgeht. Damit haben wir den Alarm ausgelöst. Ich weiß nicht, ob ihr es gut hören könnt. Es ist richtig laut, also es reicht mir vollkommen aus, um hier aufzuwachen. Ich nehme euch kurz mit. So, zum Deaktivieren reicht ein leichter Druck hier unten drauf. Also jetzt habt ihr es gesehen, der Gaswarner ist angesprungen, aber du brauchst da wirklich viel Zeug. Also du kannst dich ganz normal fertig machen, du kannst hier oben ganz normal deine Hände desinfizieren. Aber wenn du da richtig Gas gibst, dann löst er eben aus und das ist für mich ein wahnsinnig gutes Signal. Und dennoch, und das ist ein Thema, das ich wirklich gelernt habe, ich habe den Gaswarner nicht mit meiner Zentrale gekoppelt. Warum? Weil ich trotzdem einfach Angst hatte, dass mir sowas wie früher nochmal passiert, dass ich irgendwie, warum auch immer, hier unten mein Deo direkt am Gerät verwende und dann der Alarm ausgelöst wird und ich dadurch alle um mich herum aufwecke, weil die Hupe losgeht, weil meine SMS losgehen und so weiter. Das ist mir einfach zu, naja, das brauche ich da nicht. Ich will einfach nur im Fall eines Gases, will ich wach werden und will reagieren können. Egal, ob das hier unten der Gaswarner ist oder ob das oben der CO-Warner ist. Ja, das war es also zum Thema Gasalarm und jetzt gucken wir uns das Ganze mal bei einem Einbruchsversuch an. Ja, und jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt. Seht ihr mich so, dann bin ich euer Markus, der brave Markus von Fan4Van. Und seht ihr mich irgendwie so, dann bin ich der Räuber Hotzenplotz, der das Böse vorhat, der das Auto aufbrechen möchte, der euch entführen möchte, der und so weiter. Ich bin jetzt schon selber ein bisschen aufgeregt, denn jetzt wird es natürlich spannend in diesem Video. Jetzt versuchen wir mal wirklich die Alarmanlage auszulösen. Was habe ich gemacht? Ich habe das Auto jetzt abgesperrt, ich habe es scharf gestellt. Und jetzt versuchen wir einfach mal über eine Seitenscheibe hier einzubrechen, das Ganze mal aufzuhebeln. Und ob dann die Alarmanlage reagiert, das werden wir gleich sehen. Los geht's! Scheiße! Also ihr seht, das Ganze funktioniert wirklich hervorragend. Das Auto hupt, die Sirene im Fahrzeug geht los und ich bekomme auch eine SMS und zwar, dass hier wirklich ein Funkmagnet ausgelöst hat und ich kann auch direkt auf Google Maps gucken, wo befindet sich mein Fahrzeug und kann entsprechende Maßnahmen einleiten. Soweit also zum Thema Einbruch und jetzt würde ich sagen, schaut mal, wie schön idyllisch das hier alles ist. Da hinten ist ein Weiher und da gehe ich jetzt hin und spanne mich kurz aus. Bis gleich. Und jetzt passt auf, was passiert. Ich habe leichtsinnigerweise die Fenster offen gelassen, das Auto zwar zugesperrt und schon kommt er an, der Räuber Hotzenplotz. Er hat es wohl alles beobachtet und er krabbelt ganz elegant einfach über das Fenster in das Fahrzeug, schließt es kurz und fährt davon.
Thema Geofencing. Der Alarm löst aus, ich werde informiert und kann sofort weitere Schritte einleiten, wie wir uns jetzt anstelle von Räuber Hotzenplotz einfach mal genauer ansehen. So, und jetzt testen wir das Ganze mal. Ich bin jetzt wieder der Räuber Hotzenplotz hier und klaue das Auto, bin mit dem Fahrzeug unterwegs. Wir haben die Alarmierung bekommen und ich gehe jetzt über die App und werde mal das Fahrzeug stilllegen. Das Ganze mache ich jetzt gerade mal parallel. Ich muss immer ein bisschen gucken, dass ich hier niemanden behindere. So, ich gehe also auf Fahrzeug stilllegen und schicke diese SMS los mit dem Code KILL. Und damit wird der Motor dann gleich gekillt, aber eben nicht bei der Fahrt. Die SMS ist jetzt verschickt. Ich bin echt schon voll aufgeregt, was jetzt passiert. Aber momentan passiert noch gar nichts. Ich fahre noch. Ich fahre jetzt extra auf einen Parkplatz, damit ich niemanden behindere. Und fahre hier auf diesen Parkplatz und deute einfach mal an, ich würde angenommen auf einer Kreuzung stehen und muss an der Ampel warten. So, das Ganze machen wir jetzt. Ich stelle mich hier schön in Schatten. Und jetzt, ich mache den Motor nicht aus. Wir stehen also jetzt an der Ampel und warten mal, was passiert. Wow. Und jetzt merkt ihr, wow, jetzt ist das Auto ausgegangen. Ich habe nichts gemacht. Jetzt blinkt es und tut es hier. Hier vorne kommen lauter Fehlermeldungen. Automatikgetriebe nicht verfügbar und so weiter. ESC nicht verfügbar. Es ist nichts mehr verfügbar. Jetzt denke ich mir, oh verdammt, ich muss den Motor neu starten. Aber es passiert einfach nichts. Ich kann nichts mehr machen. Der Motor springt also nicht mehr an. So, und jetzt bin ich wieder euer Markus. Denn jetzt habe ich mein Auto wiedergefunden. Und ich gehe einfach wieder auf die App. Übrigens kriege ich das Ganze natürlich auch per SMS signalisiert, dass das Fahrzeug jetzt stillgelegt ist. Ich kann es orten und sehe sofort, wo ich die Polizei hinschicken muss, dass ich mein Fahrzeug wiederbekomme. Und wenn ihr das nachmachen wollt, könnt ihr machen. Es passiert nichts mit dem Motor, gar nichts. Aber die einzige Gefahr, die bestehen kann, ist, dass euch eine Fehlermeldung bleibt auf dem Display. Es kommt ein bisschen darauf an, welche Konfiguration ihr beim Fahrzeug habt und so weiter. Dann müsstet ihr zur Werkstatt und diesen Fehler wieder löschen. Ich habe da extra bei Titonic vorher gefragt, weil ich ehrlich gesagt nicht so gerecht wusste, was passiert da jetzt. Und ich habe mich nicht getraut, euch das zu zeigen und am Schluss explodiert mein Fahrzeug oder ich muss es in die Werkstatt bringen und kann den Motor nicht mehr anmachen. Whatever. Aber ganz easy und das werden wir jetzt auch gleich sehen, denn ich reaktiviere jetzt das Ganze wieder. Das bedeutet, ich gehe wieder auf die App und sage Fahrzeug reaktivieren und schicke die SMS los. Und dann werden wir gleich gucken, ob ich das Fahrzeug auch wieder anbekomme. Drückt mir die Daumen. So, jetzt die SMS ist angekommen. Ich kriege ja auch die Bestätigung, dass die SMS angekommen ist. Und jetzt nehme ich den Schlüssel und versuche, den Motor nochmal zu starten. Gott sei Dank, er fährt wieder und ich habe keine Fehlermeldung. Hey, ich muss sagen, total beeindruckend. Das ist, finde ich einfach geil. Und jetzt einfach mal zu meinem persönlichen Fazit, das ich ziehen kann nach fast 3 Jahren Benutzung der T-Tronic VPro 3 SafeLock. Beginnen möchte ich mein Fazit mit den mal eher negativen Teilen dieser Alarmanlage. Und da fehlt mir zum allerersten Mal der Rauchmelder. Ich habe einen CO-Melder, das ist mir klar, aber die ganzen Feuerwehrleute und Fachmänner unter euch, die können gerne mal in die Kommentare schreiben, was da genau der Unterschied ist und warum ein Rauchmelder definitiv durchaus zusätzlich noch Sinn macht. Da bin ich zu wenig Fachmann, da möchte ich euch jetzt nichts Falsches sagen, aber schreibt super gerne in die Kommentare, das wäre super interessant für mich. Ich habe da auch beim Hersteller nochmal nachgefragt, die sagen, naja, das Thema ist, da gibt es so viele Hersteller, die schon wirklich gute Rauchmelder und gute Rauchmeldersysteme entwickelt haben und das ist für uns einfach ein zu harter Markt. Und es ist laut Recherche auch so, dass die Leute den Rauchmelder nicht mit dem System kombinieren wollen und insofern auch keine Fremdmeldung bekommen wollen, also eine Meldung aufs Handy, wenn eine Rauchentwicklung ist. Insofern hat man gesagt, das macht man nicht und man verweist aber auf andere Hersteller, die da ganz coole Sachen machen. Auch hier schreibe ich euch ein paar Sachen in die Videobeschreibung von Rauchmeldern, wo ich der Meinung bin, dass die richtig gut sind. Ein weiteres Thema, das mir nicht gut gefällt, ist das Thema der Gasmelder und zwar die LEDs. Das ist so ein bisschen Disco. Gerade in meinem Fall, ich habe unten den Gaswarner verbaut, oben den CO-Melder. Ich habe aber den Gaswarner so, dass der auch noch an den Spiegel reflektiert. Und es ist einfach Disco mit diesem grünen blinkenden Licht. Die leuchten auch nicht immer gleichzeitig. Wenn ich schlafe, dann stört mich das ehrlicherweise gar nicht so. Aber wenn du da irgendwie romantisch bei Kerzenschein im Auto sitzen möchtest, dann hast du da im Hintergrund immer irgendwas, was blinkt. Das empfinde ich als sehr, sehr störend. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe Gaffertape genommen, habe da einfach ein paar Lagen rumgewickelt und lege das drauf und das ist absolut okay. Auch da habe ich bei T-Tronic nachgefragt, ob das die Sensorik irgendwie beeinflusst. Dann sagen die nein, gar nicht. Und das ist ja vielleicht auch was, wo man irgendwie eine Art Kappe oder Deckel nochmal entwickeln kann, wo man sagt, wenn mich der Status interessiert, dann klappe ich das auf und ansonsten lasse ich das zu und dann ist das Ding auch aus. Sowas fände ich sinnvoll.
Ja, und das war es eigentlich auch schon mit den negativen Punkten. Positiv ist mir aufgefallen, ganz zuallererst, die einfache Bedienung. Was habe ich mich schon mit anderen Alarmanlagesystemen geärgert, die zu installieren, die auch zu betreiben. Das fand ich alles wahnsinnig schwierig. Das System ist einfach, egal ob ich die App benutze, ob ich das mit SMS mache, ob ich es mit dem Funkschlüssel mache, ob ich es mit der Funkfernbedienung mache. Also jeder kann sich das raussuchen, was ihm am besten gefällt. Sogar mit der Uhr kannst du jetzt das Auto auf- und zumachen. Das ist also ein Thema, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ein zweiter Punkt, der mir gut gefällt, ist die Modularität. Das bedeutet, du kannst das System ständig erweitern. Du kannst es aber auch von einem Fahrzeug ins nächste Fahrzeug mitnehmen. Du kannst Teile austauschen, wenn sich was verbessert hat, wie diesen Gaswarner zum Beispiel. Und je nach deinen Bedürfnissen kannst du das immer weiter anpassen. Das gefällt mir wahnsinnig gut und man merkt auch, dass da hardwaretechnisch immer mehr passiert von Seiten des Herstellers. Aber nicht nur, und das ist ein weiterer Punkt, die Hardware ändert sich, auch die Software. Auch hier wird immer mehr entwickelt, die App kam neu hinzu. Jetzt ist ganz neu dieses Bluetooth-Modul hinzugekommen, das auch wieder viele Vorteile bietet und damit auch mit der Software wieder viel, viel einfacher wird. Ich kann Apps haben auf der Uhr. Also da passiert ganz, ganz viel, gefällt mir irre gut. Ein weiterer Punkt ist die Vielfältigkeit. Das ist nicht nur ein Alarmanlagensystem zum Thema Aufbruch, sondern du hast GPS-Ortung. Du kannst dein Fahrzeug ver- und entriegeln, hat überhaupt mal erst gar nichts mit dem Alarm zu tun. Du kannst mit deiner Smartwatch zum Baden gehen, kommst danach wieder, sperrst es auf. All das sind Zusatzfeatures, die mir diese Alarmanlage bietet, die ich so vom Fahrzeug erst nicht hatte und das finde ich richtig gut. Ein weiterer Punkt, der mir in den letzten knapp 3 Jahren aufgefallen ist, dass ich kein einziges Mal wirklich einen Fehlalarm hatte. Und das finde ich super wichtig, denn es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn du irgendwo in der Nacht an einem Zeltplatz stehst und dann geht das Ding hier los. Das sorgt für unangenehme Stimmung und das hatte ich wirklich nie. Ich konnte immer nachvollziehen, warum die Alarme losgegangen sind und das war in der Regel immer das Problem zwischen den beiden Ohren hier. Aber das ist wieder ein anderes Thema, da kann die Alarmanlage nichts für. Der aber wahrscheinlich entscheidendste Punkt ist der Punkt, dass ich mich einfach wohl und wirklich sicher fühle mit dieser Alarmanlage. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen poetisch, aber ich meine das wirklich ernst. Dieses Ding kann für relativ wenig Geld, im Vergleich zumindest, Leben retten. Und das finde ich super spannend, in Bezug auf die Gaswarner vor allem. Das ist ein Punkt, den finde ich extrem wichtig. Da hast du schon viel gehört, leider viel lesen müssen. Und damit fühle ich mich einfach wohl. Und das ist mir auf alle Fälle wert, mein Leben, aber auch das Leben meiner Familie. Und wie gesagt, ich möchte hier nicht poetisch werden, aber ich finde, das sind kleine Gadgets für natürlich einen gewissen Geldbetrag, aber der ist es mir auf alle Fälle wert. Ja, und jetzt bin ich auf euch gespannt. Welche Kommentare habt ihr zu dem Thema Alarmanlage? Welche Alarmanlage verwendet ihr und welche Erfahrungen habt ihr bereits damit gemacht? Welche Gedanken habt ihr? Haut in die Tasten und schreibt alles unten in die Kommentare rein. Ich versuche so schnell wie möglich und überall zu antworten. Die wichtigsten Themen packe ich dann wieder übersichtlich auf den Blog, damit wir am Ende alle was davon haben von all unseren Erfahrungen. Genau dieser Community-Gedanke, der gefällt mir eben so gut hier bei uns Campern auf YouTube und den ganzen sozialen Netzwerken. Und ich würde, wie gesagt, das alles versuchen zusammenzutragen. An dieser Stelle herzlichen Dank für eure Mühen schon mal vorab. Und lasst natürlich super gerne ein Like da, wenn ihr sagt, Markus, danke für dieses Video. Das ist für mich eine tolle Bestätigung und natürlich eine enorme Motivation, weiterzumachen. Auch an der Stelle herzlichen Dank. Und wenn ihr total wild seid, wir haben es vorher schon gesagt, dann abonniert gerne den Kanal. Hier kommen kontinuierlich Videos mit Tipps und Tricks rund ums Wohnmobil. Naja, und jetzt wünsche ich euch, egal wohin auch immer ihr reist, eine wunderschöne Tour und kommt vor allem gesund und sicher wieder zurück. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ich sage danke fürs Zuschauen, euer Markus.